allen, und jetzt richte ich mich einmal nur an unsere Absolventen, Ihnen allen herzlich willkommen. Das ist Ihr Tag, das ist Ihre Feier heute. Toll, dass Sie da sind. Mir wird heute die Ehre, als Campusleiter zuteil, diese Feier zu eröffnen. Und wenn man als Fachhochschule versucht, an der Schnittstelle von Wissenschaftlichkeit und Praxis zu agieren, dann macht es Sinn, vielleicht auch mal in diesem Raum, in diesem Saal der Handwerkskammer zu Hamburg, einen Blick zurückzurichten. Zum Beispiel in das Jahr 1873, als die Handwerkskammer Hamburg damals noch als Gewerbekammer gegründet wurde. Natürlich hat sich ganz, ganz viel seitdem verändert. Heute allerdings tragen Sie zum ersten Mal eine Robe. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich schaue einfach mal durch Ihre Rollen, während der Studienzeit haben eher das Hamburger Wetter und Ihr individueller Geschmack bestimmt, wie Sie sich gekleidet haben. Heute haben Sie sich der gemeinsamen Kleiderordnung unterworfen, als sichtbares Zeichen, dass Sie dazugehören und heute an einem besonderen Tag sind. Bevor ich jetzt an Professor Andreas Hebbel-Seeger als Prodekan und heute den akademischen Master of Ceremony übergebe, möchte ich Ihnen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die Sie in den letzten Jahren nach Kräften unterstützt haben, die besten Wünsche für Ihren Weg und Ihre Zukunft übermitteln. Und da man sich im Leben ja immer zweimal trifft, würden wir uns alle sehr freuen, wenn Sie in nicht allzu ferner Zukunft als Alumni unserer Hochschule zu unserem Kreis weiterhin zählen dürften. Alles Gute. Vielen Dank. Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Eltern, Freunde und Verwandte, liebe Kolleginnen und Kollegen am Campus Hamburg, sehr geehrter van der Laar. Wir sind heute hier zusammengekommen, um gemeinsam den erfolgreichen Studienabschluss des Absolventenjahrgangs, Bachelorjahrgangs 2011 zu feiern und zu würdigen. Und wie das so ist zu solchen Veranstaltungen, da wird nach großen Worten verlangt. Und auch hier eine Analogie zu dem, was Sie in der Lehre kennengelernt haben, da berufe ich mich ja auch immer auf Modelle und Erkenntnisse anderer und so will ich das hier auch mit meiner heutigen Rede halten. Eine Vorlage für das, was ich Ihnen heute quasi als letztes mit auf den Weg geben möchte, liefert dabei eine Rede von Steve Jobs und die Botschaft jedenfalls, die er den Stanford-Absolventen mit auf den Weg gibt, ist dann auch weniger akademisch geprägt als Zeugnis einer aus der Erfahrung gespeisten Lebensweisheit. Man muss herausfinden, was einem wichtig ist. Das gilt genauso für die Arbeit wie auch für Liebesbeziehungen, sagt Steve Jobs. Und dabei können sogenannte Brüche im Leben durchaus helfen, das für einen persönlich Wichtige zu identifizieren. Denn jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne, wie es Hermann Hesse lyrisch ausdrückt oder wie Steve Jobs es sagt, statt einer Bürde des Erfolgs erlebte ich wieder die Leichtigkeit des Anfängers, der unsicher sein darf. Geht das Wort an die Sprecherinnen der Absolventen, Frau Stefanelli und Frau Wiebrands. Sehr geehrte Professorinnen, sehr geehrte Professoren, Dozenten, liebe Kommilitonen, liebe Familien und liebe Gäste. Angesichts unseres dreijährigen Kommunikationsstudiums könnte man meinen, Sie alle hören jetzt eine Rede, die vor rhetorischer Perfektion nur so strotzt. Allerdings sind wir gerade auf dem Boden der Tatsachen angekommen und verdammt aufgeregt. Deshalb halten wir uns an die uns wohlgelehrten Worte, die auch der große Martin Luther zu sagen pflegte. Tritt fest auf, mach's Maul auf und hör bald auf. Heute ist für uns alle, wie wir hier so zusammensitzen, ein ganz besonderer Tag. In nur wenigen Minuten erhalten wir unser Zeugnis überreicht. Dieses Stück Pappe belegt, dass wir ab heute offiziell und mit Stolz den Titel Bachelor of Arts tragen. Doch was bedeutet überhaupt Bachelor, haben wir uns gefragt. Wir haben es nicht nur einfach nein nachgeschlagen, nein, wir haben es selbstverständlich, wie im Studium gelernt, intensiv recherchiert. Und das wohlgemerkt nicht bei Wikipedia, der allseits bekannten nicht zitierfähigen Quelle. Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich, auch wieder im Namen unserer Kommilitonen, für die Organisation von Frau Lehmann und Herrn Riem für dieses Absolvia heute bedanken. Wir hoffen, herzlichen Dank. Ja, danke.